Noch 6 Stunden bis zum Tagesanbruch. Ja, was ist mit dir? Gar nichts. Darf ich bitte? Darf ich ganz? Ich brauche das jetzt. Bitte, bitte. Nicht jetzt, mein kleiner Freund. Oh. Meine Beine zittern, ja, aber... Es wäre mir lieber, wenn es vibrieren wird. In dem Raum war irgendwie noch überhaupt nichts. Lee, ich kann reinschauen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich hab's noch nie gespielt, ich hab's nicht einmal. Ich glaube, das ist nicht so meine Art von Spiel. Ich hab's doch gesehen, du hast dich bewegt, du Penner. Ich hab's doch gesehen. Ich sollte meine Zunge nicht zwischen die Zähne klemmen, weil sonst beiße ich sie mir ab, wenn ich mich erschrecke. Das ist, glaube ich, nicht so vorteilhaft. Was haben wir da? Gar nichts. Nein. Der geht immer noch nicht. Ding Dong, Essen ist da. Ich habe Hunger. Ich will auch was essen. Ich werde nachher was essen. Da kann ich leider nichts essen. Ich kann saufen, aber... Ja. Ich will nicht. Ich will nicht. Oh, Gott sei Dank. Was war als letztes? Ich habe schon wieder vergessen, was letztes war. Ich bin zu gestresst gerade eben. Es war... Ich hab's vergessen. Verdammt. Ich weiß es echt nicht mehr. Sind die Bücher da immer noch aufgestapelt oder ist jetzt wieder alles in Ordnung? Da ist wieder alles in Ordnung. Gut. Schön. Freut mich. Was könnte jetzt noch kommen? Ich meine, wir waren jetzt eigentlich auch schon wieder überall. Wir waren dort drinnen, wir waren da drinnen. Wir waren im Kinderzimmer. Und wir waren im Vibratorzimmer. Und da auch, glaube ich. Ich erschritte. Ich erschritte. Jetzt nicht mehr. Oh Gott. Es bewegt sich schon wieder da draußen. Ihr seht es im Schatten. Und wenn man hinschaut, nicht mehr. Ich kack in die Suppe. Und schlürf sie dann aus. Haben wir vielleicht zufällig Suppe... Super da. Ah! Ich nehme das als Nein, aber ein einfaches Nein hat auch gereicht. Da gibt's halt keine Kacksuppe. Oh Gott. Wehe, es. Schaukelstuhl. Okay, Schaukelstuhl ist gut.
Was passiert, wenn ich jetzt noch einmal da reingehe? Gar nichts. Nein, gar nichts. Okay. Wohl eher, es ist noch Soße da! Entschuldigung. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, da steht ein Mädchen im weißen Kleid. So wie im Ladebildschirm, aber das ist nur eine Spiegelung. Oh nein, ist das das Meerschweinchen schon wieder? Kurz hinhören. Oh yep. Nein, Joey ist schon wieder aus seinem Käfig abgehauen. Ich hoffe, ich finde ihn schnell wieder. Herbert Günther. Der kleine Stinker haut immer ab. Also wirklich. Ist er wieder in der Mikrowelle? Nein, im Backofen war er. Ist er wieder im Backofen? Oh. Was? Oh Gott, wie ekelhaft. Hallo? Kann jemand jetzt wirklich die Peter anrufen? Ernst? Moment. Was? Die Puppe war vorher schon auf der Couch, ja. Ist das ihr Ernst? Bringen die ein kleines, niedliches Meerschweinchen um? Herbert Günther, ich hab dich geliebt. Deswegen werde ich jetzt ein Ei dazu reinlegen. Oh, schade. Kann ich vielleicht so? Das fasse ich nicht an. Na dann, Herbert Günther, Ruhe in Frieden und hab viel Spaß bei 750 Watt Dauerleistung. Entschuldigung. Mein kleiner Stinker. Okay, dann war das Herbert. Oh Gott, Jerry, du bist hier. Was? Oh. Aber wenn du hier bist, was ist dann in der Mikrowelle? Das will ich nicht wissen. Wahrscheinlich ein kleines Kinderherz von einem unschuldigen Mädchen. Aber... Ihm geht's gut, das ist das Wichtigste. Ich hab schon gedacht, die Entwickler sind so grausam. Zum Glück nicht. Sonst hätte ich sofort aufhören müssen, das Spiel zu spielen. Aber ich brauche einen Brief. Ich brauche unbedingt einen Brief. Ich will weiter. Ich will da nicht noch länger sitzen. Bitte. Oh. Oh. Ist wieder sauber. Ja, dann. Dann kann man sie gleich wieder versauen. So. Ja, wer war das? So. Ich demonstriere euch jetzt, was passiert, wenn ihr euer Meerschweinchen in die Mikrowelle legt. Ist das irgendwie böse? Ich bin mir nicht sicher. Herbert lebt, das beste Comeback seit Jesus. Herbert Christus, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aha. Immer für einen Spaß zu haben. Da, ich hab's gesehen. Der hat sich bewegt. Der hat so gewippt. Ich hab's gesehen. In dem Raum ist noch überhaupt nichts passiert. Das macht mich stutzig. Oh. Das war alt, ja. Penner. Oh. Das
Das war neu. Verdammt. Verdammt, warum habe ich mich jetzt erschrocken? Oh. War ich da schon drin? Da ist, glaube ich, nichts Neues mehr. Komme ich eigentlich wieder raus? Wahrscheinlich nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Und was, wenn das den Clown herbeiruft? Och nein, bitte nicht, bitte nicht. Noch sehe ich keinen Clown. Noch sehe ich keinen. Kühlschrank zumachen, das verbraucht viel Strom. Pizza haben wir keine mehr. Oh Gott. Schon wieder? Aber ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Da tropft es einfach nur. Ich glaube, das... Ja. Ach, gut. Okay. Da war, glaube ich, auch noch nichts, oder? War da schon was? Nein. Es ist irgendwie total laut. Kommt das aus dem Badezimmer? Nein. Ich glaube, es kommt von draußen, aber ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Der Wasserhahn tropft, nicht die Decke. Ja, aber... Ich hab's ja gesehen, dass es von oben runter tropft. Ich hab's gesehen. Was passiert, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe? Wenn er schon so penetrant tropft? So, ich bleib jetzt da stehen. Vorher habe ich's gesehen. Da passiert gar nichts. Da ist auch nichts unten drin. Steht da wer? Nein, das ist ein Briefkasten. Drum ist gerade das Licht angegangen. Man kann übrigens auch aus VDs klippen, nur als Hinweis. Oh nein. Im Kinderzimmer. Herbert Günther ist noch da. Das. Wieso glänzt die Hose? Warum hat die eine Latexhose? Als Kind. Oh. Könnte es einen Zusammenhang zwischen den Morden vor 4 Jahren und dem Verschwinden von Valerie und Mike Harson geben? Schon damals wurden Kinder mit Spielzeug und Süßigkeiten gelockt. Wenn das nicht geholfen hat, griff der Täter zu drastischeren Maßnahmen und bedrohte die Haustiere, was die Kinder zwang, in den Eiswagen zu steigen. Sie liebten ihre Tiere so sehr. Als die ersten Eltern der Opfer dem Mörder auf die Spur kamen, tötete er auch die Erwachsenen. Wurde nie gefasst. Seit 4 Jahren keine weitere registrierte Tat. Das heißt, er ist noch auf freiem Fuß.
Und jetzt ist er hinter uns her. Aber es ist 12:30. Bis wann geht's? Bis 6 Uhr, glaube ich. Also 5,5 Stunden haben wir noch vor uns. 0:30 Uhr. Noch 5,5 Stunden bis Tagesanbruch. Insgesamt sind es, glaube ich, 10 Stunden. Das heißt, wenn wir bei 5 Stunden sind, sind wir bei der Hälfte. Dann könnten wir eine Pause machen. Außer ihr wollt, dass ich unbedingt weiterspiele. Nix, okay. Ich schaue mich erst mal oben um. Wir wissen jetzt, er ist auf freiem Fuß, da ist eh nie was drin. Und das macht es nicht gerade angenehmer für mich. Da hinten ist das Licht angegangen. Aber es ist kein Schatten dort. Es ist kein Schatten dort. Auch kein Clown. Spiel? Spiel? Was passiert da gerade? Hallo? Mein Spiel ist gerade eingefroren. Hilfe, ich habe keine Maus. Der PC ist besessen. Ja, ich glaube, so schaut's aus. Ja, alles klar. Ich glaube. Ich glaube, ich muss das Spiel neu starten. Ich hoffe, er hat gespeichert. Aber er müsste eigentlich an Tagesende speichern. Ich muss ganz kurz das Spiel neu starten. The game crashed. Aha, the game crashed. Alles klar. Gut. Noch 5,5 Stunden bis zum Tagesanbruch. Was war als letztes? Wir waren unten. Daran erinnere ich mich noch. Und da drinnen ist irgendwas passiert. Und da ist er dann auch stecken geblieben. Passiert das noch einmal, wenn ich jetzt da rausschaue, zurückgehe und dahin gehe? Nein, okay. Gut, wenn es noch einmal abgestürzt wäre, dann hätte ich geschrien. Zuerst mal was trinken, das kennen wir schon. Jetzt ist die Frage, was müssen wir als nächstes tun? Wir kommen ja nicht nach draußen. Nein. Wir kommen auch dort links hin. Kann ich da reinschauen? Nein. Schade. Oh, eine Diskette. Halt dir die rechte Maus. Achso. Habe ich eh mitgenommen. Ich habe gerade gedacht, ich habe es liegen gelassen. Nein. Und da brauchen wir auch irgendwie einen Schlüssel oder so. Die Frage ist nur, wo wir den herkriegen. Was muss ich jetzt tun, verdammt? Da ist auch nichts drinnen. Nein. Anrufen? Funktioniert nicht. Mist. Es muss was oben sein, oder? Ich meine, hier unten war ich jetzt schon wieder überall.
Gott. Im Musikzimmer war irgendwie noch gar nichts. Das ist so ein sinnloser Raum. Da wird sicher jetzt bald einmal was kommen. Da steht ja niemand. Weg da! Oh, ich will nicht zur Tür. Muss ich zur Tür? Muss ich wirklich? Ich will nicht. Nein, das Licht bleibt an. Ich glaube, ich muss zur Tür. Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Ist bestimmt der DHL-Bote. Offenbar nicht. Da steht niemand draußen. Da ist niemand. Da ist niemand. Oh, Subnautica im Chor. Oh, ob. Wäre echt ein feuchter Traum. Oh. Ja. Wer läutet da? Immer die Kinder. Die Kinder. Kennt das noch wer? Da ist niemand. Ja. Legen Sie das Paket einfach unter das Auto. Ist in Ordnung für mich. Oh! Schnell abheben. Ach komm, ernsthaft? Mist. Hallo! Hallo Jürgen, wie geht's dir? Huhu! Au! Oh! Alter, leck mich! Tut erst auf freundlich und dann haut er mir ins Gesicht. Arsch. Was macht meine Zunge gerade? Ich habe keine Ahnung. Jürgen ist immerhin nett, der grüßt immer, ja. Warum? Warum war da jetzt ein Jumpscare? Wie sinnlos! Oh. Oh Gott. Wieso habe ich da jetzt gerade irgendwas gespürt? Ich habe gerade irgendwas da gespürt. Irgendwas Kühles. Ich krieg schon Paras. Aua. Erst einmal Tür gegen die Fresse hauen. Ey. Moment, eine Sache will ich noch ausprobieren. So, Hans-Joachim, das muss ich ausprobieren. Na, komme ich da nicht hin? So. Ne. Okay. Habe ich mir besser vorgestellt. Moment, kann ich? Einen Moment. Oh Gott, so viele Disketten. So. Ey, du hast ein Ei im Gesicht. So. Wollte ich nur immer schon einmal sagen. Gut, dann hätten wir das auch geschafft. Ich hab doch gesagt, in einem Regal hat sich was bewegt, aber das vor 2 Stunden. Da hat sich nichts bewegt. Und wenn sich in der Aufnahme tatsächlich was bewegt hat, dann zucke ich aus. Dann renne ich weg und komme nie wieder. Also wenn auf einmal keine neuen Videos mehr kommen und keine Streams mehr kommen und überhaupt kein Lebensanzeichen von mir, dann wisst ihr, aha, in der Nightfall... Aufnahme hat sich was hinten im Regal bewegt. Ja, dass du wippst, das weiß ich schon.
Der ist da gestanden, hat gewinkt, aber sonst macht er nichts. Ernsthaft? Da muss jetzt doch irgendwas passiert sein, oder? Da kann jetzt nicht einfach gar nichts passiert sein. Was passiert, wenn ich jetzt noch einmal oben den Clown aktiviere? Unter den Gläsern dieser dunkle Verpackung? Das ist keine dunkle Verpackung. Da ist keine dunkle Verpackung. Da ist ein Minecraft-Buch und eine Platte von Deponia und ein 3D-Druck von mir selbst. Da ist keine Verpackung. Da. Wieso hat das Telefon nur einmal geläutet? Liegt da vielleicht irgendein Zettel? Ich bin es doch mal. Mittlerweile müsstest du eigentlich da sein. Geh doch mal bitte ran. Ich mache mir langsam ein wenig Sorgen. Das kennen wir schon. Bist du da? Okay. Ruf mich bitte sofort zurück, wenn du das hier hörst. Ich liebe dich. Es muss irgendwas da sein, sonst hätte mich jetzt nicht runtergerufen. Aber ich weiß nicht genau, wo. Wieso hat er mich jetzt nach unten geholt? Das lockt ihn aber nicht an. Nein. Ich brauche wieder irgendwie einen Zettel. Wir haben jetzt den Clown gesehen. Wir haben den Jumpscare in der Küche gehabt. Und das Telefon hat geläutet. Das war alles unten. Es muss also unten irgendwas sein. Vielleicht im Arbeitszimmer. Nein, da ist gar nichts. Hä? Ich muss das jetzt kurz vorlesen, was gerade im Chat steht, was der Lee geschrieben hat. Wenn man eine Kuh ins Wasser wirft, dann geht sie unter. Sie hat keinen Schließmuskel und würde volllaufen. Hashtag unnützes Wissen. Ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Das wäre irgendwie witzig. Ich meine natürlich, es wäre tragisch. Tragisch. Der Zettel ist alt, oder? Ja, der ist alt. Ich habe schon viele Verletzungen bei vier Beinen gesehen. Den Brief kennen wir auch schon. Ich stehe gerade echt auf der Leitung. Wenn jemand einen Tipp hat. Da! Alles gut, ich hab schon gefunden. Erfindung, diese Mikrowellen sind. Frösche? Mäuse? Hamster? Dort drin zerplatzen kleine Tiere so herrlich.
Einfach plopp. Das haben wir schon gesehen. Okay. Das hat aber keinen Fortschritt gebracht. Oh nein. Darin zerplatzen kleine Tiere so herrlich. Muss ich jetzt zu Herbert Günther gehen? Nein. Okay, zum Glück nicht. Ich habe gedacht, wir müssen den jetzt reinlegen. Ich bin jetzt keinen Meter schlauer als vorher. Muss ich jetzt vielleicht ein Ei reinlegen? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott, die ganzen Disketten, das ist furchtbar. So. Ich habe immer noch 3 Eier. Ich glaube, das hat jetzt gar nichts gebracht. Nein, das bringt genau gar nichts. Huh. Brauchen wir vielleicht einen Frosch oder so? Ich hätte eine Ente anzubieten. The Night... Oh, Moment. Das muss ich ausprobieren. Wir haben eine Cartridge bekommen, wo The Nightfall draufsteht. Spielen wir dann das gleiche Spiel? Auf der Konsole? Ach, meine Nase juckt. Nein, das will ich nicht. So. Da, The Nightfall. Jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Oh. Was? Okay, das ist irgendwie cool. Ich sehe jetzt zwar so gut wie gar nichts mehr, aber irgendwie ist es cool. Oh. Okay, es hört von selbst auf. Nice. Und das ist auch ein echt cooler Soundtrack. Den Soundtrack mag ich sehr, sehr gern. Ich bin gerade ein bisschen verliebt. So, Entschuldigung. Ich will mich nicht ablenken lassen. Ich überlege gerade, ob wir irgendwo einen Schlüssel kriegen, aber wir... Doch, wir brauchen einen Schlüssel für die Garage. Es war jetzt alles herunten. Also müsste eigentlich der nächste Schritt auch herunten sein. Hexer, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Oh Gott. Oh, ich brauche kurz einen Dildo. Der muss jetzt sein. Einmal kurz vibrieren und dann passt's wieder. Nein, danke. Meine Beine zittern auch so schon genug. Es ist so schräg. Okay. Vor allem, die bildliche Vorstellung ist manchmal echt für den Arsch. Oh Gott. Die Musik ist so furchtbar. Was übersehe ich? Irgendwas übersehe ich, aber ich weiß nicht was. Oh. Was war das?
Die Puppe war vorher noch nicht da, oder? Ich habe bereits 5 Kerzen. Was ist da gerade passiert? Und vor allem, warum ist da gerade was passiert? Ich sehe da weder einen Zettel noch irgendwie einen Schlüssel. Ja, ein Horrorspiel mit Dildo. Ich habe mich auch gewundert. Aber ja. Die Puppe hat dich angeschaut. Ja, weil ich mich da vorgestellt habe wahrscheinlich. Oh, nein! Ich schalte ihm das Licht aus! Oder vielleicht war das das Knarzen. Vielleicht habe ich es einfach nur übersehen. Kann natürlich auch sein. Ich komme aber immer noch nicht nach draußen. Ich würde, naja, gern nicht, aber ich würde wieder mal nach draußen schauen. Den Zettel haben wir auch schon. Redet irgendwas von Fröschen, Hamstern, Mäusen, die in der Mikrowelle zerplatzen. Aber wir haben nichts in der Richtung. Das Meerschweinchen will sie nicht reinstopfen. Das war ja schon drin. Sie hat ja den Kopf gedreht. Oh. Zum Glück habe ich es nicht gesehen. Nein, da geht's nicht raus. Hat jemand von euch irgendwas gesehen? Das wäre sehr hilfreich. Im Badezimmer wird nichts sein, das glaube ich nicht. Und da oben war ich jetzt auch schon wieder überall. Verdammt. Verdammt. Die, hast du gesagt, hat einen Kopf gedreht. Sie wird es nicht noch einmal machen. Und die auch nicht. Aber die war vorher noch nicht da. Ja, hat sie. Aber sie hat doch nichts für mich. Da ist nichts. Da ist sonst nichts. Ach, das ist unser Schatten da hinten. Ich habe mir gerade gedacht, was ist das für ein Schatten, aber das sind wir selbst. Meerschweinchen lebt noch. Draußen ist Gewitter. Hört sie das? Da war gerade so ein Surren. War das die Mikrowelle? Nein. Ich habe gerade was gehört, aber was? Die Mikrowelle kann es nicht sein, da ist schon ein Viech drin geplatzt. Ich stehe gerade echt auf der Leitung. Wenn jemand von euch irgendwen einen Hinweis hat, nehme ich den gerne entgegen. Das möchte ich nicht in den Backofen stecken. Ja komm, lass deine Eier mal kurz reinhängen. Tut dir nicht weh. Oder vielleicht doch, aber nicht viel. Echt keine Ahnung, was jetzt gerade im Garten war. Ich komme nicht raus. Das habe ich schon probiert. Ich komme nicht raus. Es geht nicht. Ich würde ja eh wieder mal rausschauen, aber es geht nicht. Ich will den Eiswagen finden. Ich... Im Weiz...
In jedem Raum schon einmal. Ich war jetzt in jedem Raum, aber es gibt nichts mehr. Muss ich vielleicht wirklich die Disketten ausprobieren? Ja, aber ich will nicht alle Disketten ausprobieren, da brauche ich Jahre. Was ist das? Was? Industrial Resolution, okay, ich glaube, das bringt nichts. Warte mal, es ist 1970 und draußen steht ein Land Rover von 2012. Stimmt eigentlich. Das spielt ja in den 70ern. In den 80ern. Ja, in den 80ern eher. Aber warum steht dann ein modernes Auto draußen? So ein Land Rover, warum? Hat jemand nicht aufs Detail geachtet? Und dann auch noch in 24 Karat Gold überzogen. Schön. Oder vielleicht sogar Massivgold. Man weiß ja nicht bei Daniela Katzenberger. Buh, ich bin ein Geist, erschreck dich nicht. Pandor, schönen guten Abend. Und herzlich willkommen. Vielleicht eine Art DeLorean Land Rover. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich habe bereits 5 Kerzen. Ja, dann schieb sie dir in deine Katze. Wenn du schon den Dildo nicht benutzen willst, Frau. Welche Frau verwendet ihren Dildo nicht mit der Begründung, ihre Beine zittern so schon genug? Wie kommen die Entwickler auf sowas? Wie? Ich versteh's nicht. Was sind das für Leute? Und was hat sich die Frau gedacht, wie sie das eingesprochen hat? Oh nein! Ist das Spiel schon wieder eingefroren? Hallo? Hallo? Oh oh. Ich glaube, das Spiel stürzt schon wieder ab. Oh nein. Ich will nicht das Level von vorne beginnen. Ich glaube, das Spiel ist schon wieder abgestürzt. Oh nein. Ein Qualitätsprodukt vom Weinsten.